Liebe Zuschauer von Oberland TV, es ist Weihnachtszeit und wie in jedem Jahr gibt es eine Botschaft von mir. Da haben wir so unsere Gegenstände, ne? Hier, die uns so zu Weihnachten lieb und teuer sind. Räuchermännchen, Weihnachtsbaum und so weiter und so fort. Und Oberland TV hat ja in jedem Jahr bisher einen Beitrag gemacht und mit starken Botschaften. Die sind auch übrigens alle noch weiterhin hier auf diesem Kanal verfügbar. Und dieses Jahr nun habt ihr die Botschaft selbst verkündet. Ihr habt selbst dafür gesorgt. Zu Weihnachten ist die Zeit, da bekommt Oberland TV viele, viele Weihnachtsgrüße. Und man investiert eine ganze Menge, um da auch zu antworten. Und dabei ist mir eines wirklich aufgefallen. Mittlerweile sind Oberlausitzer in der ganzen Welt verstreut. Und ich möchte da auch nicht auf die Gründe dazu eingehen, warum die Oberlausitzer sich so verteilt haben in der Welt. Und wichtig auch, zum Schluss schreibt man nicht nur frohe Weihnachten, sondern in der jeweiligen Landessprache. Und das zeigt mir, da schlagen zwei Herzen in einer Brust. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich war das sozusagen der Auftrag, auf die Oberlausitzer in der ganzen Welt und ihre starken Botschaften einzugehen. Wenn wir in der Oberlausitz in die Welt hinausrufen, frohe Weihnachten, so ruft man uns zurück und die Oberlausitzer in der ganzen Welt, in ihren jeweiligen Landessprachen oder neuen Landessprachen, wünschen uns dann ebenfalls frohe Weihnachten. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß und bitte um eure Aufmerksamkeit für alle Oberlausitzer in der Welt. Ein Gruß hinein in die Oberlausitz und vor allen Dingen ein Gruß aus der Oberlausitz in die ganze Welt. Von Oberlausitzern in der ganzen Welt. Frohe Weihnachten. Thank you.